Das war nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte. Sieh dich an! Du siehst fantastisch aus! Prächtig, strahlend, wie ein millionenschwerer Goldnugget. Übertreib nicht so, Mama. Mann, wenn ich die heute sehe, frage ich mich, was uns damals geritten hat. Diese Schlampe ist eine räudige Hündin. Philipp ist jetzt beim Film. Hollywood. Ah ja? Und was machst du denn hier in Cuba? Naja, ich wollte mal wieder eine Zigarre mit dir rauchen. Tja, damit kann ich dienen. Eine für dich und eine für Ted. Na, was sagst du dazu? Was soll denn das sein? Gehört das zu der Rolex? Klar, Mann. Es ist so, sieh mal, wer da drüben sitzt, siehst du? Ich hab mit Harold eine Vereinbarung getroffen. Wenn ich ihm 300 Scheine hinblätter, lässt er mir mindestens eine Woche Luft. Du brauchst keine Luft, Mann. Du musst die bezahlen, der macht uns fertig, Mann. Wo ist das verdammte Fass? Hast du gesehen da drüben? Weißt du, wer da drüben sitzt? Weißt du, wer das ist? Philipp Van Horn. Diese Tunte, die immer Prügel bezogen hat? Der ist keine Tunte mehr. Der soll jetzt berühmt sein. Finger weg von meinen Pralinen, sonst gibt's was auf die Pfoten. Und du wirst alles tun, was Philipp dir sagt. Habe ich mich klar ausgedrückt, Mama, Sarah Ruth. Ich muss dir noch was erklären. Wegen all dieser Filmgeschichten. Ach, Schatz, nicht jetzt. Wir müssen los. Mama, du hörst ich mir einfach nicht zu. Ich bin stolz auf dich. Endlich, Junge. Bitte geh nicht. Bitte geh nicht. Bitte geh nicht. Bitte geh nicht. Digga, weiße Drecks! Weiße Drecks! Reicht dir das, hä? Reicht dir das? Du willst spielen, du Wichser? Dann spiel! Stinkender weißer Arsch!